Ja, geh mal nicht so nah an mich ran. Ich sehe das hier gerade im Stream, das sieht voll scheiße aus. Hör mal auf. Also, heutiges Cringe-Date mit Shaden und ich hoffe, dass Marc, der Kellner sie jetzt gleich reinbringt. Es hat geklingelt. Oh, es hat geklingelt tatsächlich. Boah, da müsste sie auch jeden Moment gleich kommen, ne? Oh mein Gott, ey, ich bin so aufgeregt. Was für ein Eintritt hier ist, aber hier ist dein Date. Oh. Also, Sie sind der Kellner, richtig? Ja, ja. Dankeschön. Hi, Sebastian. Hallo. Ja, schön, dich kennenzulernen, ne? Mensch, toll, dass mal geklappt hat. Ja. Wow. Ja. Danke, danke, passt. Hast du gut hergefunden? Nee. Okay, wie kommt's? Mir geht's, ach ja. Ich habe nicht gefragt, wie es dir geht. Ach so, ich hab gut hergefunden. Wie geht's? Ja, mir geht's gut, danke. Und dir? Ja. Es regnet draußen, ne? Oder? Ja, nee. Ja, bisschen stressig mit dem Regen, ne? Komisch, ja. Ja. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend, hallo. Eggers, mein Name, ich bin der Kellner. Darf ich ein Chardonnay dem WC anbieten? Ein roter Chardonnay. Das ist ein roter Wein. Man kennt die Hochzeiten, die sind gut immer aus. Ja, klar. Oh, danke, Sie aber auch. Danke. Hallo, na? Ja, so. Okay, gut. ja, machst du so? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Erstmal, ey, Prost, so jung wie heute kommen wir nicht mehr zusammen, ne? Also dann. Mensch, ja. Hier, Prost, ne? Ach, ach. Der Kellner, so, oh. Müssen Sie nicht noch arbeiten? Oh. Also, gut. Mhm. Ja, nee, Ja. Zur Vorspeise gibt es den Salat. Ja. Ich würde sagen, einfach mit Plastik und so, ne? Ja. Hier. Danke. Oh, mit Chicken hast du dir hast du bestellt. Ja, ja. Einmal ganz kurz. Für die. Ich denke, das ist es. Und was machst du so? Nee, also was machst du beruflich quasi, hatte ich jetzt gefragt. Ja. Unfassbar cringe schon bei euch, ne? Ich merke das schon echt. Willst du mich nicht mehr fragen, was ich beruflich mache? Ja, was machst du beruflich? Erzähl. Also, ich bin praktisch in der Video- und Filmbranche tätig. Ah, ich auch. Cool. Ach was. Ja, doch, doch, auch ja. Ja. Ich mache so Eigenproduktionen. Also ich produziere halt viele Sachen selber und so. Mhm. So viel so unterhaltende Sachen halt, sag ich mal. Entertainment quasi. Theo TikTok bin ich ein Riesenfan von. Ich auch. Toller ich Typ, auch. Toller Typ, wirklich. Ich wünschte, ich hätte mal ein Date mit ihm. Ja. Aber irgendwie greife ich immer daneben bei meinen Echt Dates. Jetzt? Ja, warum? Mhm. Klar. Kann ich auch mal? Ist auch mal, ja? Oh ja? Ja, ganz schön eklig, ne? Ja. Nee, ich finde, es geht. Es geht. Kann ich die, deine Socken mit nach Hause nehmen? Ja, ich kann dir einen geben, du. Warte. Möchtest du den Socken jetzt? Boah, das riecht echt unangenehm. Kann ich vielleicht direkt. Gut. Mein kleiner Schluck schmeckt. Ich würde gerne mein Date hier in Ruhe weiter. Danke. Find, wir haben echt ein gutes Match. Oder? Ich bin Vegetarierin, wusstest du das? Echt jetzt? Und du isst gerade Hühnchen? Mhm. Warum? Das ist Pute. Das ist Pute. Ach, das ist Pute. Mhm. Okay. Also eine Freundin von mir ja. hat mal gesagt, so von Hühnern so gibt es sowieso viel zu viel. Deswegen kann man ja. Da auch mal welche ein bisschen von essen. Aber Schwein und so esse ich gar nicht. Okay. Wahnsinn, wie man sich hier die Architektur mal anschauen muss, ne? Toll. Cool. Wie mache ich mich als, also bist du Hobbyfotograf oder so? Oh, hast du es mitbekommen, dass ich Fotos mache? Ach so, nee, bin ich nicht. Mhm. Und sonst so? Deine früheste Kindheitserinnerung? Das müsste gewesen sein im Kindergarten, als ich eine Woche lang als Indianer gegangen bin. Was war die Frage? Meine früheste Kindheitserinnerung. Wer hat danach gefragt? Du gerade, mich. Also, du hast mich gerade danach gefragt tatsächlich. Ist das ein Standgebläse? Mhm. Und machst du öfter so crazy shit? So Dates einfach mit Fremden? Halt schon lange nicht mehr. Also ich glaube, ich muss mal was Verrücktes unternehmen. Keine Sorge, das essen wir alles noch. Wirklich jetzt. Ich hab da auch kein Problem. Also. Tornado den Entzündung. Das Gefühl, dass das hier gar kein Sternenrestaurant ist. Entzündet den Tornado. Das war eigentlich für Sie gedacht. Nicht mehr Auto fahren oder? Ich glaube, der Kellner ist sehr talentiert. Ich glaube, es ist mir gefallen. Und was machst du sonst so in deiner Freizeit? Irgendwie so ein Hobby, Motorradfahren oder sowas? Ich imitiere gerne falsch. Tiere. Nee, können Sie jetzt mit der Nachspeise wuff, aus? Wuff! Oh. Hunde schütteln sich, ja. Wenn sie nass werden. Hunde schütteln sich, hier. Ist das deins? Ja, ist meiner. Ist meiner tatsächlich. Wie? Kann ich mich mal draufsetzen? Wir können mal setz dich erstmal hin, lass uns weiter essen. Komm, okay. Alles gut. Oh. Was machen deine Eltern so beruflich? Was machen die so beruflich, die Eltern? Meine Eltern und in deiner Freizeit, was ist da so dein größtes, also was machst du so am liebsten in deiner Freizeit quasi? Am liebsten? Das ist wirklich ein guter Laden hier, ehrlich. Wirklich? Und so schön ruhig? Ruhig ist es ja. Und groß, und besonders groß. Bitte? Ich mag große Dinge. Es ist Zeit für die Nachspeise. Ja. Was darf ich Apropos euch noch bieten? Apropos Nachspeise. Was darf ich euch denn noch bieten? Nachspeise. Ich hätte gern. Ja, bitte? Ich hätte gern das Panna Cotta. Panna Cotta? Ja, und wenn Sie aufhören würden, mein Date zu küssen, wäre ja, das super. Ja, Panna Cotta.
Können Sie aufhören, mein Date? Ja, ja, klar. Es wäre besser, wenn du dem bösen Kopf wirklich sagst, was du gesehen hast, Mann. Verdammt nochmal, ich will auch nicht, dass du weitere Probleme bekommst, okay? Weil im... So, jetzt hinsetzen. Schnauze halten. Da stelle ich mir doch die Frage, was hast du gesehen? Nix, nix hast du gesehen. Genau wie ich nichts gesehen habe. Haben wir es verstanden? Und du, Lucy Cat, ich sag's dir, wie es ist. Im Endeffekt ist es mir eigentlich egal. Ich suche einfach nur jemanden, mit dem ich eine gute Zeit haben kann, weißt du? Ich habe auch kein Problem damit, was du beruflich machst, Lucy. Weil im Endeffekt, es ist ein ganz normaler Job, weißt du? Es ist ein komplett normaler Job. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn du halt Erotikfilme machst oder ähnliches. Ne? Ja, du bist Deutschland erfolgreichste Pornodarstellerin. Du bist Lucy Cat, weißt du, was ich meine? Das ist krass. Ja, finde ich ein bisschen diskriminierend, weil eigentlich müsstest du wissen, dass ich jetzt Just Lucy heiße. Oh, ich habe tatsächlich nur die alten Videos gesehen von damals, deshalb. Ja, auf alten Schiffen lernt man ja segeln, ne? Es geht ja um die alten Videos, also. Okay. Getrunken oder wie, Lucy? Ich weiß nicht gerade, Lucy, du. Ah. Was ist da Soße? Hörst du eben? Nasenbluten. Ja, mal ganz kurz hier den. Erregung. Nee, alles normal. Mhm. Nee, dann passt. Ich wollte nur kurz gucken wegen Infektionsschutz und so. Ja. Ja. Das war ein Tornado, oder? Ja, wie findest du es bis jetzt? Nein, ja. Nein, das war keine Aufforderung, bitte. Das war keine Aufforderung. Bitte lassen Sie uns endlich in Ruhe unser Date haben. Bitte, gehen Sie bitte. Das ist wirklich eine beeindruckende Sache, dass man sowas erlernen kann. Der menschliche Körper und auch die Psyche, die menschliche, die bitte ist zu so vielen Dingen fähig, das kann man sich gar nicht ausmalen. Oh, entschuldigen Sie? Können Sie mal bitte herkommen? Was ist das denn hier? Sag mal, spinnen Sie? Da ist eine Kakerlake in meinem Nachtisch. Ja, hier. Ja, machen Sie es weg. Du hattest schon ganz andere Dinge im Mund. Brumm, 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 brumm. Alles klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, du bist jemand, wo ich wirklich mir vorstellen könnte, tatsächlich, ja, dass wir mal ein zweites Date vielleicht mal zusammen haben oder so. Ich weiß nicht, irgendwie, ich bin da auch jemand wirklich, der sich das einfach, keine Ahnung, wir kennen es jetzt halt noch kaum, aber ich hab natürlich. Ehrlich, hier, der Laden ist absoluter Scheiß, wirklich. Ne? Das findest du eigentlich ganz schön. Nee, jetzt auch hier mit der Kakerlake und allem drum und dran. Jetzt werden hier die Chips einfach. Ey, wirklich. Ja, findest du das jetzt witzig oder was? Das ist unser erstes fucking Date und du. Und die Chips hier? Ja, da fällt mir der Crisp einfach. Ist es einfach nicht, ey. Schmeckt nach Apfel. Nee, nee, nee. Ich könnte da. Nee, sorry. Ich werde da auch ein bisschen sentimental. Es reicht. Was reicht? Ja, willst du mich jetzt so anschreien oder was? Jetzt. Nee, Schluss! Jetzt! Ich habe hier versucht, einen schönen Abend zu. Schluss jetzt. Laptop jetzt voller Wasser hier. Trocken machen vielleicht. Jetzt auch mal kurz, also. So genau weiß ich das nicht. Wo hast du das denn gelernt? Ja, ich war auch tatsächlich bekannter Tänzer, ne? Noch ein Gläschen Wein? Dankeschön. Ex. Zum Saufen. Wie findest du meinen Schal? Die Rechnung bitte, ja? Es reicht. Das ist wirklich eine große Hundescheiße hier, ehrlich jetzt. Ja, den blonden Kellner können Sie dann auch mal hier... Zu mir bestellen, bitte. Will hier mal ganz kurz was ausmessen. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, Shady... So einen Tisch wollte ich nämlich zu Hause auch schon oft haben. Im Endeffekt bin ich da auch ganz ehrlich zu dir. Soll ich kurz halten vielleicht? Nee, das passt schon. Okay. Ich muss ihn nur ausmessen, den Tisch. Ja, okay. Wieso ist denn da ein Strich bei 6 cm? Das ist ein Strich bei 6. 6 cm. Da ist ein Strich bei 6 cm. Ja, okay. Ja, aber gut, ist ja auch gerade Winter, ist kalt draußen, ne? Ach stimmt, Holz verzieht sich ab und zu mal, ja, je nachdem, ob es warm oder kalt ist. Also, dann bist ein bisschen voll gesaut, ich gebe dir die Hand. Komm gut nach Hause. Du jetzt auch. Auch loslassen. Und melde dich. Ja, ich melde mich dann, ne? Super. Also dann. Toll. Ciao. Dann. Tschüss. Tschüss. Ja.